Gemeinsam mit der Organisation Niederösterreich Regional GmbH hat die Stadt Ybbs an der Donau ein Kurzkonzept erstellt, als Grundlage für die Aufnahme in die Landesaktion Niederösterreichische Stadterneuerung und das zukünftige Stadterneuerungskonzept für die Stadt Ybbs an der Donau. Wir haben sehr viel Erfahrung in Niederösterreich. Wir haben insgesamt 5 Büros mit mehreren Kollegen, die alle Stadterneuerungsprozesse begleiten. Ich begleite ebenso Burgstall an der Erlauf und momentan haben wir einen Prozess beginnend, wo wir ein bisschen auch beim Städten dabei sind. Man hat viele Erfahrungswerte, die man einfließen lassen kann, man hat viele Unterlagen, die man verwenden kann und es ist ja auch wahr, alle, die dabei waren, haben viel Erfahrung in ihrem Bereich und die bringen sie ein. Das heißt, man kann schnell anfangen zum Arbeiten, man muss schauen, dass man sich nicht verzettelt in den Gesprächen und dann immer wieder fokussiert darauf zurückkommt, dass man sagt, okay, wir schauen, was sind die Ziele? Was ist die Vision? Und erst wenn man diese beiden Bereiche hat, geht man wirklich in diese Maßnahmen, Ideenfindung und konkretisiert dann einen Zeitplan für die nächsten 4 Jahre, also mittlerweile nur mehr 3,5, und schaut halt wirklich, was ist realistisch, dass man in dieser Zeit umsetzt und welche Projekte sind vielleicht noch längerfristig und werden erst danach gestartet werden und jetzt nur in der Vorbereitung, wo man von den Bürgern Informationen einholt. Umgesetzt werden soll ein ganzheitliches Konzept, das wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte umfasst und ihren Schwerpunkt in der örtlichen und kommunalen Daseinsvorsorge hat. Wichtig dabei ist die Teilnahme der Bevölkerung. Ich habe mich da jetzt eigentlich nicht als Stadtrat da eingebracht, sondern ich war als Bürger mehr oder weniger dort. Das war ganz wichtig, dass da jetzt nicht das ein Politikum wird, sondern wir wollten einfach wirklich die Meinung der Bürger und Bürgerinnen ehren. Und so habe ich mich da auch gesehen. Natürlich übergreifend, klar, als Stadtrat natürlich zuständig für Tourismus und Wirtschaft betrifft es mich natürlich schon sehr stark, weil es geht ja auch um die Innenstadt. Das ist mir auch ein Anliegen. Wenn halt der Tourist kommt, dann fährt er mal dorthin, wo der Kirchturm ist, dort ist der Hauptplatz und da muss sie was tun. Wir haben sehr schöne Geschäfte, die erweitert werden, Betriebe, das ist immens wichtig. Aber in Touristen, wenn er mit dem Schiff jetzt kommt, kann ich nicht sagen, hast du den neuen Lidl schon gesehen, sondern ich möchte ihm die Stadt zeigen, ich möchte ihm das Fahrradmuseum zeigen, den Passauer Karsten und. Ich glaube, das müssen wir nützen, dieses Potenzial, und müssen auch selber unseren Beitrag als Stadt leisten, dass da was weitergeht. Und das machen wir mit diesem Programm. Tiefer ins Zentrum der Stadtentwicklungsambitionen rückte die Stadt Ybbs an der Donau den seit 2014 gelebten Claim Ybbs an der Donau, unsere liebens- und lebenswerte Stadt. Dies machte sich bereits in der demografischen Entwicklung bemerkbar. Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell, 1.1.2018, eine Bevölkerungsentwicklung in unserer Stadt. Wir haben 2011 haben wir 5.592 Einwohner gehabt und wir haben jetzt 2017 haben wir 5.715, davon 2.815 Männer und 2.900 Frauen. Was da eine ganz, ganz interessante Entwicklung ist, und das ist jetzt meiner Meinung nach wirklich auch auf das ganze Konzept und so abgezielt, wir haben 19,2% unter 20-Jährige, wir haben 21,5% über 65 und älter, aber wir haben 59,3% zwischen 20 und 64, die in Ybbs an der Donau leben. Und da sieht man natürlich schon, dass, glaube ich, auch die letzten Jahre das wirklich die Strategie, was man im Stadtmarketing, im PR, dass man natürlich die Stadt in die Mitte rückt und so, auch mit solchen Prozessen natürlich, für junge Familien sehr, sehr interessant ist. 1991 haben wir 1.899 Wohnhaushalte gehabt in Ybbs. 2011 waren das schon 2.152. 2020 werden wir haben 2.408. Und die Prognose von Wohnungen für 2040 ist 2.994. Das heißt, es ist eine Steigerung von jetzt an, was auch im Raumplanungskonzept bedacht worden ist, von 840 Wohnungen in der Stadt Ybbs bis 2040. Auch die wirtschaftliche Komponente wird berücksichtigt. Wir haben 1991 haben wir 2.721 Arbeitsplätze gehabt, 2001 haben wir gehabt 3.178 und wir haben jetzt 2018 aktuell 4.080 Arbeitsplätze in unserer Stadt. Da bekräftigt sich wieder das, was wir auch immer wieder sagen, dass wir wirklich sehr, sehr stolz sind und unser Weg scheinbar oder wahrscheinlich der richtige sein wird, weil wir sind mittlerweile eine Einpendlergemeinde. Das heißt, es pendeln mehr nach Ybbs rein zu ihren Arbeitsplätzen, als was auspendeln. Und das ist natürlich für eine Stadtentwicklung sehr, sehr gut.
Eine positive Bilanz kann der Ipser Bürgermeister auch im Bereich Tourismus ziehen. Wir haben 2016 eine Steigerung gehabt zu 2015 von 7,8%. Wir haben von 2016 auf 2017 einen Plus von 18,6% Steigerung gehabt. Der Übernächtigungen, das war natürlich auch unser Jubiläumsjahr, wo sehr, sehr viele Veranstaltungen waren. Aber was jetzt das Interessante ist, dass wir jetzt 2018 mit den Zahlen dort schon länger, was wir 2017 abgerechnet haben, beziehungsweise auf den Kurs sind. Das heißt, man sieht natürlich mit diesen ganzen Öffentlichkeits- und Stadtmarketing und was immer da alles dazugehört, Prozessen, dass man natürlich auf Ips aufmerksam machen, dass die Gäste gern herkommen. Aber auch die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner wachzurufen, mit ihren eigenen Kräften eine Verbesserung der Lebensqualität im Ort anzustreben und die Eigenverantwortung für den Lebensraum zu erhöhen.